Er sagt hier, der Mensch sagt, وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاقِبَ الْإِنسَانُ نَفْسَهُ قَبْلَ الْعَمَلِ وَفِي الْعَمَلِ. Der Mensch sollte sich selbst während und vor der Handlung beobachten. Er sollte sich während und vor der Handlung beobachten. Was heißt es? Während und vor der Handlung, yani, er sollte die Bewegungsgründe hinterfragen. Wir reden über Handlungen im Sinne der Ibadah. Ja. Sind das, oder auch, ja, nicht nur unbedingt Ibadah, auch andere Handlungen. Die Bewegungsgründe, was hat ihn angetrieben? War es für Allah oder war es für etwas anderes? Wenn es für Allah war, setzt er die Handlung fort. Wenn es was anderes war, unterbricht er sie. Warum unterbricht er sie? Weil es ihn nichts bringen wird. Wir reden ja von einer Tijara, einem Handel. Und jede Handlung, die keinen potenziellen Nutzen für ihn bringt, auch wenn sie keinen Schaden bringt, so ist sie vergeudete und verschwendete Energie, kann er sich ersparen. Deswegen sagte Al-Hasan, rahimahullah, er sagte, rahimahullahu abdan, waqafa inda hammihi. Das Erbarmen Allahs sei mit einem Diener, der bei seinen Vorhaben Halt macht. Bei seinen Vorhaben Halt macht. Fa in kana lillah mada. War es für Allah, führt er es fort. Wa in kana li ghayrihi ta'akhkhar. War es für jemand anderen, tritt er zurück. Das nennt man Al-Muraqaba, das ist die Beachtung Allah Ta'alas in deinen Handlungen. Das ist der Ikhlas. Das ist der Ikhlas.